Willkommen, einen ganzen Monat Star Wars. Einen ganzen Monat Star Wars. Und die erste super teure Figur war ja gekommen. Die anderen kosten ja dementsprechend. Jeder ist ja auch Schnäppchenjagd. Diese Figuren von Zeit oder Hot Toys kann man ja kaum mal eben um die Ecke bekommen. So, meine einer möchte ja eine Ausstellung machen und arbeitet daran. Nun haben wir einen ganzen Monat Star Wars und einen ganzen Monat können wir uns daran erfreuen, weil in 7 Monaten der Film, Episode 8 erscheint und die letzten Jedi, und wir alle wissen nicht, worum wir jetzt wohl gehen. Spärliche Informationen, man liest jeden Tag nach, aber wenn man sich so die Figuren anschaut, mit dem gesamten Zubehör, macht es natürlich riesen Spaß, sie zu haben. Die Überlegung ist natürlich, beim Auspacken eine Kulisse für diese Figur zu bauen und hinter Glas und die dann ausstellen im Schaufenster. Mal schauen. So, einen ganzen Monat mit Star Wars, einen ganzen Monat mit diesen Figuren erleben, sich diese Figuren anschauen, mit diesen Figuren etwas bewegen, irgendwas Schönes auf den Weg bringen. Das Wetter draußen ist ja nicht gerade einladend. Es kann sein, dass heute noch ein Boxvideo passiert, dass also gleich hier danach noch was erscheint. Ansonsten ist das halt mal ein kurzes Video, ein Dankeschön-Video an alle Fans. Und es hat tierisch viel Spaß gemacht, mit sehr vielen sich auszutauschen. Einige waren sogar bei Lego, haben einige Lego-Exponate sich angeschaut und wie gesagt, macht Spaß. Na gut, das sind jetzt nicht gerade, also das sind die Highlights, die jetzt sich angeschafft werden. Mal schauen, meine Idee war ja, 12 solche Highlights zu haben, also 12 Star Wars Figuren, die dann irgendwo in einer Vitrine dann zur Besichtigung dann da vor sich hin, die man dann hin und wieder auch mal verändert und so weiter. Ja, so als Hobby jetzt diese Figuren zu animieren, die Figuren so hinzustellen, dass auch andere Lust und Laune haben, sich die anzuschauen, darüber zu sprechen, ob Star Wars noch in ist oder in wird oder noch besser wird, weil im Moment ist ziemlich ruhig um Star Wars jedenfalls hier. Wenn man so im Internet, im Netz, bei den Verrückten über 20.000, da herrscht da immer was, da wird sich rege ausgetauscht und in Amerika sowieso. Wir, die Fans, sind halt eine Sparte für sich, wir sind die Fans. Es gibt Kostümgruppen, es gibt, wie gesagt, Sammler und es gibt ja, Pro und Contra. Das macht Star Wars ja aus. Mit Star Wars kann man sehr vieles machen. Und ja, mal schauen. Also jetzt ganz langsam. Also hier ist, also nicht überraschen, wenn ihr vorbeikommt. Hier steht schon eine Menge, so ist es nicht. Aber es soll in Ruhe. Es soll in Ruhe und es werden auch einige Figuren abgehandelt, die jetzt so langsam im Kommen sind. Natürlich lautet die Frage, die Figuren zum Beispiel Revan. Revan gehört zu EA, beziehungsweise gehört zu einer elektronischen Gamer-Firma und die haben den in die Old Republic eingearbeitet, aber wie gesagt, Legends, die kommen ja jetzt durch Disney. Disney arbeitet also überall die Figuren ein. Mittlerweile merken wir ja die Verschmelzung. Daisy hat natürlich ihren Wert. Daisy ist natürlich eine Schauspielerin, die jetzt dieses macht. Ihre Ablösung bei Marvel zum Beispiel, bei Thor. Thor kommt ja auch demnächst wieder. Bei Marvel ist ja unsere Amidala. Ne? Ja, ist halt so. Amidala ist jetzt bei Marvel und nicht mehr unsere Königin, Kaiserin, Abgeordneterin, wie bei den Clone Wars 1, 2 und 3. Nein, sie ist jetzt bei Marvel. So, und sie ist jetzt 7, 8 und 9. Wird sich entwickeln, wie BB-8 wird sich entwickeln. Ja, alles wird sich entwickeln und dann kommt Han Solo. Mal schauen, wann wir die neue Figur von Han Solo bekommen mit dem neuen Schauspieler. Ja, an die alten Ware heranzukommen ist so eine Sache. Der Preis ist heiß.
Arbeit soll ja ein Hobby sein und man muss sich das Geld ersparen. Und wenn man das Geld dann hat, kauft man die Figur ein und er freut sich dran. Ja, also geht hier nicht um den Handel. Handel betreiben andere und da könnt ihr auch weiterhin einkaufen. Ja, wir betreiben jetzt hier im Moment keinen Handel mit den Figuren. Wir bremsen jetzt ein bisschen. Ich bremse jetzt ein bisschen, um sich so eine Geschichte auszudenken, die man dann in einem Schaufenster dann hineinstellt. Ja, jetzt braucht man das Ganze drumherum. Plexiglas braucht man, damit er nicht so verstaubt und damit es gut aussieht. Auf einer Fläche von 3 Meter mal 2 Meter jetzt eine riesen Story hinzubauen, werden wir mal schauen. 3 Meter mal 2 Meter ergibt nicht immer so eine riesige, ne? Manchmal steht da nur ein oder zwei Figuren. Und die Tiefe, man muss in die Tiefe, wenn sie dem Sonnenuntergang entgegengeht, man baut da also eine richtig schöne Wüste, wo sie dann mit ihrem BB-8 dann in die Sonne geht. Ja? Sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. So, und wenn man Finn mit seinem Stormtrooper da kämpfen lässt, sieht auch gut aus. Und wenn da rum alles obendrein auch noch wunderbar gemacht ist, mal schauen, ich muss mal in so einen Bastelladen gehen. Mal schauen in so einen Bastelladen, was sie mir da alles so anbieten. So, also heute stelle ich euch nochmal die Ray vor und kann sein, dass heute ein Unbox-Video kommt mit einer anderen Figur. Lasst euch überraschen, wenn nicht, war es heute mal ein Kurzvideo über Ray und BB-8, eine wunderbare Figur von Hot Toys. Ja, wenn man die alle so bei den Firmen sieht, in Orlando oder in China selbst aufgebaut, sieht toll aus. Und daran arbeite ich jetzt auch. So, wie ich vermutet habe, ist es auch eingetroffen. Die Ware ist heute gekommen. Ist mal wieder so ein Unbox-Video. Wie gesagt, wenn ihr Sachen aufmacht, immer darauf achten, nicht zu tief rein, um nicht die Ware zu beschädigen. So, ich mache auch meine Unbox-Videos. Werde jetzt, ich habe auch gerade noch nachgefragt, weil das ja Ausstellungsstücke werden sollen. Im Moment bin ich dann halt auf Episode 7 gesprungen und habe dann bei Episode 7 mein Augenmerk auch hier gut verarbeitet, also ist nichts Schlimmes passiert. So, man hat es unten gut, ja, alles in Ordnung, man hat es also unten gut gefedert, ja. Somit kann auch ich das wieder benutzen, um Sachen zu verschicken. Aber im Moment soll das ja so sein, dass das nicht verschickt wird. Einfach mal ein Vermögen ausgegeben, ihr wisst Bescheid. So, da bin ich natürlich jetzt ein bisschen knatschig. Schaut euch mal an, wie man mir das geliefert hat. Ja, sieht aus, als ob die schon beim Regen waren. Also das ist nicht verkaufswert. Ja, schaut euch mal an. So was kriegt man geliefert. Ist jetzt Staub? Ne, ist kein Staub. Also so war das an sich nicht abgemacht. Ich schicke die jetzt nicht zurück. Ich will nicht hoffen, dass die Figuren jetzt auch kaputt sind. Das wäre natürlich schade. Aber naja, die Verpackung sieht schlecht aus, ist also schlecht geliefert und das vom Großhändler, ne? ist sogar eingerissen, ja, Kartonage ist, naja, was wollen wir machen, ja, müssen wir durch, also achtet immer drauf, wenn ihr Sammler seid, jetzt wisst ihr auch, was da gekommen ist, richtig, Finn. Mit Zubehör, reichlich Zubehör, was man hier auch öffnen kann. Da sind sie. Ja, mit reichlich Zubehör. Kann sein, es scheint mir so, dass sie schon mal offen war. Das sind dann immer so Sachen, also so wie das aussieht, war die Figur mal offen bei irgendjemandem. Weil hier liegt zum Beispiel eine Hand rum. Ja. Ah ja. Und dann sind so Sachen bei dem Preis,
weil günstig sind diese, sind die auf keinen Fall. Aber es scheint, dass die Figuren nicht draußen waren. Kann sein, dass das auch so gewollt ist, aber hier ist eine Hand. Da ist eine Hand. Ja. Und jetzt gucke ich mal. Sieht so aus, als wäre da eine Hand raus oder so. Nein. Die Blitze, auch Batterien drin. Das heißt also, die Batterie, also das leuchtende Objekt, der sogenannte Schlagstock, der sich hier befindet, wird wohl dann auch irgendwie blitzen. Mal schauen, ob ich die irgendwie rauskriege. Also irgendwie waren die mal in der Vorführung. Also ich muss mal beim Großhändler nachfragen. Ihr merkt schon, ich bin ein bisschen enttäuscht, weil die Ware ist zwar mit Zertifikat darunter, aber 100 Pro war das schon mal ausgeliefert. Und deswegen sind die auch alle zu haben. Weil einige von euch bemerken es ja auch schon, dass die Ware dauert, bis man sie bekommt. Weil die ja, wie gesagt, aus Amerika und dann noch die Steuern dabei und dann, na, also hier ist die Hand weg. Nee, doch nicht, das ist noch keiner. Hallo, Grüße. Okay, wunderbar. Nochmal versuchen. Genau. So, bin natürlich irgendwie noch knatschig darüber, dass man mir die Ware so geschickt hat. Ne? Also schaut euch das mal an hier. Ich hoffe, nicht kommt das rüber. Schaut euch das mal an, wie das aussieht. Die ist ja irgendwo lang geschlittert, die Kartonage, ja, und die waren 100%, war das schon offen, irgendwie, bei denen, keine Ahnung, also, hätte leider viel zu tun und komme jetzt erst dazu, ich meine, wenn die Figuren in Ordnung sind, zwecks Ausstellung, ich möchte sie ausstellen, habe ich ja auch eine Art nichts dagegen, aber Karton aufgerissen, ne? Sogar hier, also hier hat schon hier so Spuren, ne? Ach ja, bin schon ein bisschen knatschig drüber, muss ich sagen. Hallo, grüß Hallo. Euch, hi. So, da war auch gerade ein Star Wars Fan, der hätte auch am liebsten alles gekauft, ist klar, aber wie gesagt, bin da doch schon ein bisschen knatschig. Wird da sicherlich auch hinschreiben, denn da fehlt was. Das liegt da. Ich meine, so sollte man von einem Großhändler, wo man ja vieles abnimmt, die Ware nicht bekommen. Ne? Ja, also wie gesagt. Ach, herrlich, ey. Naja, ist egal. Also definitiv sind die schon mal ausgestellt worden. Also die hat schon jemand gehabt. Ja, sind zwar wieder sauber eingepackt worden. Ja, also ist okay. Die Verpackung, also die gebe ich ja sowieso nicht mehr ab. Ja. Tolles Tuch, tolles Leder, wirklich. Würde ich jetzt schon anziehen wollen. Ich meine, die Originaljacke kann man ja bekommen. Und so. Da sind also keine Fehler dran, also normal, wie man halt aussieht. Ne? Bisschen auch Reißverschluss. Ja, ist okay. Der imperiale Aufdruck hier. Ja, aber. Schon, ich meine, der Preis ist ja nicht günstig, also die kosten einiges, ja, auch im Einkauf, also so ist es nicht. Ich meine, ihr werdet jetzt auch schon ein bisschen sauer, na, so 100 Pro war die Figur offen, ja, egal, ich werde den mal schreiben, mal fragen, was da vorgefallen ist. Ich hoffe, dass die anderen Figuren wieder besser ankommen. Der Bügel ist zum Öffnen, muss ich nur vorsichtig mit umgehen. Ja. Kann man also umändern. Ja. Ich vermute, dass die auch funktionieren.
Ja, doch. Man muss halt nur ein bisschen umändern. Hier ist ein Knopf. Könnte sein, müsst ihr gucken. Also, wenn ihr jetzt etwas verwundert, geht davon aus, dass vielleicht. Warum da jetzt Batterien drin sind, keine Ahnung. Ich wüsste jetzt gar nicht, wer jetzt hier beleuchtet ist auf der Socke. Also hier definitiv, hier kann man definitiv sehen, dass schon in Gebrauch war. So, somit geht diese Figur geht eindeutig, ja, die geht also eindeutig, geht die in die Ausstellung, weil verkaufen kann man ein gutes Stück nicht, denn hier ist schon rausgerissen, ja. Und ob ich das nochmal hier reinbekomme, weiß ich jetzt wirklich nicht. Muss ich ausprobieren. Naja, ihr merkt schon, bin ein bisschen knötterig darüber. Finde ich doch. Ja. Deine Hand hier ist auch so ein bisschen. Also sie haben sicherlich mal zu Zoot, ist auch offen. Ja, die liegt total unverpackt. Aber jetzt sieht man wenigstens, wie toll die verarbeitet wurde. Also so schlecht ist es nicht. Ja. Also wirklich. No, kann man noch was reinpacken. Also, ja, okay. Ja, also wird sicherlich eine gute Ausstellung werden, weil es ja zwei sind, gute Ausstellungsobjekte werden. Ja, also Ray kam ja erstklassig verarbeitet, da ist nichts dran. Da hat man schon keine Lust, die auszupacken. Ja? Ich meine, ich zeige euch den jetzt auch nochmal. Der war auch ausgepackt. Ich meine, Macken sind da nicht dran. Ne? Also, die waren schon mal ausgepackt, waren schon mal bewegt, ja. Hier wunderbare Knickobjekte, kann man also schon wunderbar, ja, man hört es auch knittern, ja. Ja, ist also, man könnte jetzt die Hand dran machen, ja. Die hier, hier die Waffe, ja. Gesicht hat er keinen, ist klar, nur wenn ich jetzt abmachen würde, wäre ja nur der Knopf zu sehen. Ja, diese Ausrüstung würde mir also auch relativ als echt gefallen, weil die macht mehr Sinn. Ja? Wenn ich die ersten so Stormtrooper von früher gesehen habe, ist auch alles aus Leder. Ist Leder hier, Leder verlegt. Bewegt sich auch sehr gut hier, Knickmomente. Ja, doch. Auch hier der Schuh, alles. Die Manschette. Ja, ist in Ordnung. Gefällt mir. Ha! Gefällt mir wirklich. Ne? Gefällt mir wirklich. Freue mich schon, wenn die in die Ausstellung kommen, die Leute staunen können. Vor allen Dingen der junge Mann, der auch gerade hier war. Lass mal 6 Jahre alt gewesen sein. Ne? Ich meine, dafür ist es ja gedacht. Zum Staunen. Dass die Preise natürlich entsprechend sind. Und dass meine Reaktion gerade auch so war schon mal geöffnet. Bei dem Preis sollten die nicht geöffnet sein. Oder hätte dabei stehen müssen, dass die Ware, sagen wir mal, defekt ist oder dass die Ware irgendwie schon mal ausgepackt ist oder war. Denn ich habe jetzt keine Ware bestellt, die ausgepackt war. Also hier wurde also definitiv gespielt mit. Gott sei Dank ist der Saber ganz. Ihr habt ja schon mal gesehen mit meinen Wurstfingern. Habe ich schon mal den Saber gesäbert, ne, dann war Patsch, war er durch. Hier ist also definitiv auswechselbar, hier ist er also mit der Hand, da ist der Saber schon drin. Ne? Kann man also seinen kompletten Arm dran machen mit Saber, aber komischerweise, der ist fest intrigiert. Frage ich mich zwar, was das soll, aber egal, wäre ein sogenannter Ersatzarm, müsste ich seine ganze Montur ausziehen. So, jetzt ist alles wieder zu. Jetzt mache ich das alles wieder dicht. So. So. Jetzt mache ich alles wieder dicht hier. Ja, wie gesagt, ist alles wieder drin, muss ich nur sehr vorsichtig mit umgehen. Mache auch wieder zu. Mache den Deckel drauf. Gut, ist dann wie gesagt
Mal gespielt worden. Meine lieben Freunde, den verkaufe ich nicht. Bitte beide nicht. Die sollen hier in Ehren kämpfen. Die werden in die Kampfauslage war halt. Ne? Ist nur schade, wie gesagt. Ist irgendwo drüber gerutscht. Ne? Hm. Naja. Okay, das ist betrübt halt ein bisschen. Weil ist viel Geld. Sehr viel Geld. Ja, und dann kommt die Ware so an. Naja, kann man nichts ändern. Ist halt so. Müssen wir mal drauf achten, ob der Händler, wo die eingekauft werden, nach und nach andauernd so liefert. Wenn der andauernd so liefert, kriegt er die Postwenden zurück. Versteht sich. Ne? Aber da die jetzt nicht verkauft werden sollen, ist das nicht so schlimm. Und ja, die Sendung wird ja noch gemacht am 25.05. Mal schauen. Und aber jetzt wird so nach und nach wieder alles weggepackt. Einmal im Jahr eine große Session und dann ist wieder Ruhe, weil jo, die Kunden, also Star Wars ist nicht so angesagt, jedenfalls nicht hier. Alle mögen Star Wars, das ist super, alle staunen, wenn sie Star Wars sehen und mehr will man ja gar nicht. Ne? Also, ja, okay, die Figur ist da, die beiden, die kommen jetzt also wieder auch dorthin, ich freue mich. Jo, das war's, heute kam noch nicht, ich habe zwar. Und darauf wollte ich eigentlich hinaus und deswegen habe ich auch die Kamera scharf geschaltet. Ich schaue mir jeden Tag die Kurse an. Das ist schon fast wie Börse. Also Star Wars ist schon fast wie eine Börse. Rauf, runter. Ja, sofort zuschlagen, wenn eine Figur plötzlich nur noch 3 Euro, hypothetisch 3 Euro kostet, weil morgen kostet sie 300 oder 30 oder 3000, je nachdem. Also das ist wie eine Börse, rauf, runter. Und ja, wenn die Verpackung dann auch dementsprechend aussieht, kann man noch ein bisschen Geld damit machen. Aber wenn die so aussieht, wie die jetzt ausgesehen hat, oder ihr seht ja, wie sie aussieht, dann ist man schon ein bisschen knatschig. Ne? Also wenn das jetzt verschenkt werden sollte, weil wir verkaufen meist so im Weihnachtsgeschäft, also geht gar nicht. Ne? Also die kann man so nicht verkaufen. Die kann man höchstens nochmal neu bestellen. Hauptsache die Figuren haben nicht gelitten. Das ist wichtig. Die Figuren sind noch einwandfrei. Ja, und dann schauen wir mal. Ne? So, ja, das war's für heute. Ne? Ja, genau. Da ich in einer Star Wars freien Zone lebe, ja wirklich, es mag sein, dass viele, na, hier nochmal so ein Flame Trooper. Wer von euch ist eigentlich noch Star Wars Fan? Wer von euch mag Star Wars noch und warum? Nach 40 Jahren, diesen ganzen Monat, einmal im Jahr, im Mai, ab sofort, wird Star Wars hier ausgestellt, über Star Wars geredet und so weiter. Natürlich wird einiges nicht gemacht, weil es war ein Versuch, aber in einer Star Wars freien Zone, wo nichts passiert, wo Star Wars nicht zu sehen, nicht zu erleben, sondern nur hier. Und ich sehe die ja jeden Tag. Ich schaue mir jeden Tag die Sachen an und finde die super. Ich meine, wenn man jetzt so ein Kostüm hätte, nicht schlecht, aber der Preis wäre utopisch und die Sachlage ist die, alleine jetzt, also wenn ich jetzt hier mit einer Kutte rumlaufen würde oder Maske, dann wäre ich der Teufel und dann wäre ich ein Okkultist. Und das geht natürlich nicht. So, wir sind ein Mini, also ein Stop-and-Go-Mini Film- und Fotostudio und machen natürlich mit solchen Sachen etwas. Problem war ja jetzt bis jetzt immer Auftragsarbeit. Ab jetzt sofort werde ich mir die Sachen auch mal zu Gemüte führen und die dann wunderbar hinstellen, drapieren und mir was ausdenken und mal schauen. Ich werde also heute Abend schon beginnen mit einem Umbau und irgendwann mit einer speziellen Kamera dann durch die Szenerie fahren und sich diese Figuren dann, kann man sich dann anschauen. Ne? Also, ja. Das ist jetzt keine Deluxe-Version, aber zum Hinstellen vollkommen okay. Gut, wenn die jetzt so groß wie vorhin, da werde ich mir auch Cases besorgen. Da kommen also in Cases kommen die dann, in Schatullen zum Anschauen.
Ja. Und dann schauen wir mal, was dann geschieht, wenn die Leute reinkommen und sich die Sachen anschauen, was sie dann sagen. Im Moment sagen sie nicht viel. Star Wars ist so gut wie in aller Munde. Star Wars kann man als Schuhcreme, Zahnpasta oder sonst was bekommen. Star Wars haut jetzt keinen vom Hocker. Ne? Haut euch diese Figur vom Hocker, seid ehrlich, komm. Haut euch diese Figur vom Hocker. Ja. Okay. Ja, schauen wir mal. Jetzt kommt wieder Besuch und deswegen mache ich aus.